herzlich willkommen. Jetzt mache ich ganz schnell Schokolade. Die habe ich letzte Woche schon mal gemacht und die war ganz lecker. Und jetzt mache ich sie nochmal. Und jetzt dachte ich mir, jetzt mache ich da schnell ein Video mit. Was ich gemacht habe, ich habe das Kokosnussöl erwärmt im Heißwasserbad. Und jetzt habe ich hier eine Müsli-Schale mit warmem Wasser, heißem Wasser, so dass mein Öl schön weich bleibt. Und da habe ich jetzt schon mein Öl drin. Also ich nehme zwei Esslöffel Öl und das geht ganz schnell. Und dann kommt jetzt Kokosnusszucker rein. Sieht man nicht. Irgendwann habe ich einen Kameramann und dann gibt es ganz professionelle Videos. Also Kokosnusszucker rein, da kann man jetzt so viel reintun, so wie man es mag. Wer süß mag, kann viel reintun. Ich habe jetzt so, ja, 2 Esslöffel, vielleicht 2,5 Esslöffel. Vermischen. Dann kommt, dadurch, dass es jetzt warm ist, hoffentlich schmilzt der Kokoszucker ein bisschen. Dann kommt Kakao. Irgendwie habe ich keine Löffel. Ich weiß gar nicht, wo meine Löffel sind. Kakao. Wenn man das nicht auf dem heißen Wasserbad macht und es ist kalt, dann wird das Öl halt ziemlich schnell hart. Und dann weiß man nicht, wie viel Kakao oder so man reintun soll. Ich tue jetzt einen kleinen Teelöffel. Ja, da kann man auch mehr oder weniger reintun, wie man es gerade mag. So, das sieht jetzt schon mal ganz gut aus. Man kann da jetzt noch mehr Kakao reintun. Tue ich jetzt nochmal einen Teelöffel rein. Schön vermischen. Und ich habe das mit in die Arbeit genommen und jeder, der es probiert hat, war ganz begeistert. Sogar wie sagt man, Kollegen, die zum Beispiel mit Jokos überhaupt nichts am Hut haben und die wirklich sich sehr ungesund ernähren. Okay, so. Was ich jetzt ganz gern rein tue, sind die Kokosraspeln, weil die saugen Feuchtigkeit auf. Das habe ich ja schon so oft gesagt. Die saugen Feuchtigkeit auf. Dann habe ich, die Woche hatte ich Pekannüsse, die habe ich rein. Das war sehr, sehr lecker. Also Pekannüsse sind eine meiner liebsten Nüsse. Hier habe ich jetzt Walnüsse, weil ich keine Pekannüsse habe. Also kommen Walnüsse rein, aber ihr müsst es mit Pekannüsse ausprobieren, weil das ist wirklich lecker. So, und an sich braucht man jetzt gar nicht mehr reintun, das ist ja an sich schon fertig. Aber wenn ihr wollt, könnt ihr ein paar Rosinen reintun. Ich weiß, Nüsse und Süßfrüchte soll man nicht mischen, aber ein paar Rosinen kann nicht schaden. Man muss es nicht immer alles so ernst nehmen, ja? Also ein paar Rosinchen, dann kann man sich den eigenen Rittersportschokolade machen. Traubenuss. So, also das sieht jetzt hier ein bisschen bröselig aus. Aber das macht gar nichts, weil es kommt dann in den Kühlschrank, dann tue ich das, zeige ich euch gleich, das presse ich dann schön zusammen, sodass es wie eine Schokoladentafel wird und es kommt in den Kühlschrank und wenn es am nächsten Tag rauskommt, dann ist das alles hart und wie eine Tafel. Was ich noch reintun will, ist ein bisschen Vanilleessenz. Dann haben wir den schönen Vanillegeschmack. Und ja, einfach schauen, dass
wenn zu viel Flüssigkeit ist, dann noch ein paar Kokosraspeln. Einfach nach Gefühl gehen, also so, dass es bröselig ist. Und das müsste jetzt nicht reintun, habe ich diese Woche auch nicht reingetan, aber jetzt ist es mir gerade eingefallen. Das ist Lukuma. Das ist anstelle von Kakaopowder, Kakaopuder, kann man ein bisschen Lukuma reintun, dass man, ich möchte es nicht so stark, nicht so viel verkaufen, mich, weil doch meine Haut eben noch so reagiert. Okay. Und das war es jetzt schon. Was ganz wichtig ist, kauft ein gutes Kokosnussöl, weil wenn das nicht rein und nicht schön kalt gepresst ist, dann ist es, schmeckt es ranzig und das ist dann nicht gut. So, das war's schon. Mehr muss man jetzt gar nicht machen. Und was ich dann mache, dann nehme ich einen flachen Teller. Dann kommt eine frische Tüte drauf. Dann kommt jetzt das alles hier drauf. Ja, ist ein bisschen bröselig, aber das ist okay. Wiederhole nicht immer alles, Ramona. Und jetzt habe ich das hier und dann einfach nur glatt drücken, schön ich mache hier mal einen Buckel, Gott, gerade stehen, schön zusammenpressen, so, dann ist es jetzt eine Schokoladentafel. Sieht man das vom Licht? Und wenn die jetzt in den Kühlschrank, so, die lege ich jetzt so in den Kühlschrank und dann wird die hart. Wenn ich das in einer Stunde oder so oder halben Stunde aufmache, dann kann ich das schön in Würfel schneiden, in so eine Tippeschüssel rein, dann kann ich die mit zur Arbeit nehmen und dann so kleine Stückchen, kleine Happchen und das ist richtig lecker. Müsst ihr ausprobieren? Schmeckt richtig, richtig gut. Kokosraspeln rein, die sind immer so meine Lieblingsdinge. Okay, viel Spaß damit und hinterlasst mir eine Nachricht, ob sie euch geschmeckt haben. Und wie gesagt, Zucker rein, so viel ihr wollt. Macht süß, so süß, wie es möchtet oder spielt einfach ein bisschen rum. Okay, danke fürs Zuschauen. Bis bald. Ciao.